So, Da da haben bist wir du. es. Servus Felix, du hast mich ja lang warten lassen, Mensch, die 3 Minuten. Ich habe die ganze Zeit auch gewartet, dass du meinen Request annimmst. Alles gut, aber dein Pullover hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass Ja. keiner, dass alle gut genug entertained Ja, nee, cool, dass es geklappt hat. Ja, vielleicht nochmal zum Anfang. Wie kommt es überhaupt, dass wir heute sprechen? Ich hatte, ich glaube, so vor 4 Wochen in der Dreh relativ viel aus diesem Buch Steuern, Steuern. Ich habe es hier gerade auch liegen, dieses Ding hier, gepostet. Und dann hat dein Mitarbeiter, der David, mich angeschrieben und meinte, hey, das ist eine Pflichtlektüre bei uns im Unternehmen. Und ich dachte mir so, hey, what the fuck? Was macht ihr denn? Was macht ihr denn, dass Steuern, Steuern ein Pflichtbuch bei euch ist? Und so sind wir ins Gespräch gekommen, dass ihr euch mit GmbH-Gründung beschäftigt. Und ich, ey, super, super passendes Thema, weil ich mich gerade damit so intensiv auseinandersetze. Und ich habe ganz viele Fragen. Habt ihr nicht Bock, mal so einen Livestream zu machen zu dem Thema? Weil ich glaube, oder ich habe es ja auch gesehen durch die ganzen Buchausschnitte, haben super viele Menschen dazu Fragen gehabt. Und ja, deswegen machen wir heute diesen Livestream. Und ja, zu Beginn kannst du ja noch mal ein bisschen was zu dir sagen, auch wie du zu so einem Thema kommst, wie GmbH-Gründung. Tja, also das Buch muss tatsächlich bei uns jeder lesen. Es gibt immer so einen Buchclub und jeder neue Mitarbeiter kriegt zwei Bücher auf den Tisch. Das eine ist Rich Dad Poor Dad und das andere ist Steuern, Steuern. Ach, cool. Rich Dad Poor Dad kennen wahrscheinlich auch die meisten. Vielleicht hat mich das auch irgendwie zu Riot gebracht. Ich habe das 1998 tatsächlich das erste Mal gelesen. Und habe aber erst, ja, ich habe Auflage 1 noch im Bücherregal, damals in den USA als Austauschschüler. Und ich habe eigentlich, bin ich so ein bisschen quer reingerutscht, wie das oft so ist. Ich habe erst ein Software-Startup gegründet namens New Store. Das habe ich 2015 verkauft. Und einer meiner Investoren, Henri de Bouquet, hat einen Immobilien-Private-Equity-Fonds. Und der hat mich gefragt, ob ich nicht zu ihm in den Fonds kommen möchte. Und bin dann tatsächlich in den Immobilienfonds gegangen. In Berlin gibt es so, also gibt so viele große Gebäude davon. Insgesamt ist der Fonds so, je nachdem, wie man rechnet, zwischen 1,3 und 1,7 Milliarden groß. Und habe dann dort zum einen Immobiliendeals mitgemacht, aber zum anderen auch einen luxemburgischen Fonds in SICAV mit geholfen aufzusetzen. Man hatte dann eigentlich zusammen mit meiner Mitgründerin Christine die Idee, professionelle Immobilieninvestments mehr Leuten zugänglich zu machen. Und dann haben wir Riot gegründet und haben ursprünglich, und das machen wir eigentlich auch immer noch, Immobilien als Club-Deal aufgesetzt. Also so eine GmbH sammelt Geld von Investoren ein, die kauft eine Immobilie und wir managen das Ganze. Das Ganze auch mit einer Tech-Plattform. Und dann haben wir ganz vielen unserer Kunden immer gesagt, investiert doch nicht privat, investiert doch über eine GmbH. Und damit haben wir uns ziemlich ins Knie geschossen, weil alle immer wieder fragten, wie kriege ich denn eine GmbH? Hast du einen Steuerberater? Wo hole ich ein Bankkonto? Hast du mal ein Rahmenkreditvertragstemplate? All sowas. Und irgendwann fragte Christine mich, Felix, was machst du denn die ganze Zeit am Telefon? Ich so, ja, ich erkläre unseren Kunden, wie GmbHs funktionieren. Und dann haben wir uns irgendwann, und das war alles noch so nicht richtig als Produkt, dann haben wir irgendwann gesagt, pass mal auf, die ganze vermögensverwaltende GmbH, das ist immer wieder der gleiche Nerv. Alle in unserem Freundeskreis, die so eine haben, haben alle die gleichen Probleme. Keiner mag seinen Steuerberater. Alle finden es viel zu teuer. Alle finden es nervig. Und dann haben wir gedacht, komm, dann bauen wir ein Produkt raus. Und jetzt machen wir tatsächlich immer noch die Immobilien und das auch sehr gerne und haben jetzt im September dann tatsächlich ein richtiges Produkt rausgebracht. Vermögensverwaltende GmbHs gründen mit dem Admin-Service. Also ein Admin-Service ist dann eben die ganze Buchhaltung, Steuererklärung etc. Ja, da kommen wir noch zu, denke ich. Aber nochmal zu dem ersten Punkt, den du ja gerade sagtest. Also ihr habt immer zu euren potenziellen Kunden gesagt, hey, macht das doch nicht privat, macht es doch über eine GmbH. Ich glaube, da können wir mal gut anfangen. Also warum hast du denn das gesagt und was sind denn die Vorteile und was vielleicht auch die Nachteile dann eines Vermögensaufbaus in der GmbH? Es gibt im Prinzip
drei große Vorteile der GmbH und einen ganz großen Nachteil. Fangen wir mit den Vorteilen an. Also der erste große Vorteil ist, dass du viele private Kosten in die GmbH schieben kannst. Also vom Handy, Elektronik bis hin zum Auto kannst du eben alles über die GmbH laufen lassen. Und was viele Leute nicht verstehen, privat zahlst du ja erstmal, kriegst du ein Gehalt, zahlst Einkommensteuer und all deine Kosten gehen dann vom versteuerten Geld ab. In der GmbH ist das ein bisschen anders. Du hast deine Einnahmen, dann kommen deine Ausgaben und dann zahlst du auf die Gewinne deine Steuern. Das heißt, alles, was du an Kosten in der GmbH hast, zahlst du halt von unversteuertem Geld. Und da muss man ein bisschen aufpassen, was man da ansetzt, aber das macht einfach einen Riesenunterschied. Also das ist immer das, was ich versuche, jedem zu erklären. Wenn du für 50 Euro ins Restaurant gehst, hat das eigentlich 100 gekostet, ja. Oder mit Umsatzsteuer wahrscheinlich eher 119, ja. Und so muss man eben denken. Und der zweite große Vorteil ist, dass du in der GmbH oft deutlich niedrigere Steuersätze hast. Das hängt sehr davon ab. Zum einen ist der Steuersatz flat, also Einkommensteuersatz ist ja progressiv. Das heißt, je mehr Einnahmen ich habe, desto höher wird der Steuersatz. Bis 11.000 Euro ist Einkommensteuer super günstig. Kann ich jedem empfehlen. Dann wird es immer schlimmer. Und in der GmbH sind halt alle Steuersätze einfach flach. Und dann gibt es ganz besondere Ausnahmen, die zu niedrigeren Steuersätzen führen. Also Immobilien sind nur 15%, 47% im Privatvermögen, Aktienveräußerungen sind 1,5% in der GmbH, 26,375% im Privatvermögen, wenn man jetzt keine Kirchensteuer zahlt. Aktien-ETFs liegen bei 12% in der Firma, bei 18% privat. Also da können wir gleich noch drauf eingehen. Ich will jetzt noch nicht mit den ganzen Paragraphen anfangen. Und der dritte große Vorteil ist, du kannst halt timen. Also du kannst halt entscheiden, wann will ich entnehmen, wann will ich ein Steuerevent haben, wann will ich eine Rechnung schreiben und kannst dann zum Beispiel auch gucken, dass du Ausschüttungen zum Beispiel in Zeiten legst, wo du eh ein Sabbatical machst und sonst keine anderen Einnahmen hast oder so. Also das ist so der kleinste Vorteil, der spielt aber auch durchaus eine Rolle. Der große Nachteil ist, es macht einfach Arbeit. Also du musst in der GmbH eben jede Transaktion mit einem Beleg belegen. Also du brauchst halt wirklich, wenn du Aktien hast, musst du jede einzelne Dividende alles erfassen. Du musst eine Steuererklärung machen, du musst für deinen Steuerberater alle Dokumente scannen, und so weiter. Also der Arbeitsaufwand ist einfach das, was nervt. Und damit hast du auch gewisse Strukturkosten. Brauchst ein eigenes Bankkonto, musst IHK zahlen. Deswegen lohnt sich das bei ganz kleinen Vermögen auch nicht. Aber es gibt sehr viele Konstellationen, wo wir eigentlich jedem eine GmbH empfehlen würden. Und sag mal dazu, also Strukturkosten, es lohnt sich nicht für jeden eben. Ich glaube, da hast du auch so eine eigene Geschichte zu, dass du in der Vergangenheit mal sehr viel Strukturkosten hattest einer GmbH und da irgendwie an den falschen Steuerberater, an den falschen Mann gekommen bist, und die enorm hoch waren. Und jetzt bei euch, warum? Also bei euch sind die dann niedriger als beim Steuerberater oder wie muss ich mir das dann vorstellen? Also erstmal hat mich meine GmbH jahrelang zu Tode genervt. Ich habe nämlich 2009 habe ich Newstore gegründet und dort war es eben so, dass wenn du eine Kapitalgesellschaft mit einer anderen Kapitalgesellschaft besitzt, also und nicht privat und du veräußerst die Tochter, zahlst du auf den Veräußerungsgewinn 1,5% Steuern, beziehungsweise du zahlst 30% Steuern, aber 95% sind steuerfrei davon. Da kommst du so runtergerechnet auf 1,5, je nach Hebesatz. Und das wissen viele Gründer. Und in Berlin, fast jeder Gründer hält seine Anteile an seinem Startup nicht privat. Und ich habe aber erst 2015 Exit gemacht. Das heißt erst, aber ich habe 7 Jahre lang eine GmbH bezahlt und die hat mich nur Geld gekostet. Und ich hatte irgendwie so ein Start-up-Gründergehalt, irgendwie so 25.000 brutto in den ersten Jahren. Das tat richtig, richtig weh. Als ich dann 2015 meinen Exit hatte, hatte ich allerdings meinen gesamten Exit-Erlös mit 1,5% versteuert.
Aber in den Vorjahren war halt keine Liquidität da und ich habe immer diese GmbH verflucht. Und man fragt sich dann auch, ist es das denn wert? Ist es das denn wert? Weil wenn es dann nicht klappt, hast du, wenn die Anteile eh nicht verkaufen kannst, ist es noch schlimmer. Ja, und dann habe ich irgendwann mal ich war immer unzufrieden mit meinen Steuerberatern und bin dann mal zu Trinavis gegangen. Wir sitzen so Ecke Kudamm in Berlin. Und die haben mir dann gesagt, was die alles konnten. Ja, vor allem konnten sie Rechnungen schreiben. Also Christine, meine Mitgründerin, war auch da und wir haben irgendwie jedes Jahr Rechnungen zwischen 8.000 und 12.000 Euro gekriegt. Für eine Gesellschaft, in der nicht viel passiert ist. Und da hatten wir richtig den Kaffee auf. Also Christine und ich haben auch eben diese ganze GmbH-Geschichte gemacht, weil wir selber so genervt waren von unseren eigenen Gesellschaften. Und auch alle in unserem Freundeskreis, die eine hatten, eben das nicht als angenehme Konstruktion empfunden haben. Und wir haben dann überlegt, als erstes, was kann man denn alles standardisieren? Also, weißt du, viele Anwälte oder Steuerberater fangen ja immer angeblich bei Null an. Und jeder Vertrag, der aus der Schublade gezogen wird, wird dann mit Stundensätzen abgerechnet. Und wir haben ja erstmal gesagt, wir stellen alle Templates zur Verfügung. Alle Darlehensverträge, alle Gesellschafterbeschlüsse, alle Geschäftsführerbeschlüsse und so weiter. Dann in der Natur der Sache haben wir gesagt, wir digitalisieren alles. Und haben auch Auflagen für Setup gemacht bei unseren Kunden. Die müssen halt eine Bank haben, die den Dativ-Kontenauszugsmanager unterstützt. Die müssen alles digital akzeptieren. In unseren AGB steht, dass Bilanzen, BWAs etc. alles nur als PDF zur Verfügung gestellt werden in beide Richtungen. Ja, also von uns an die Mandanten als auch von Mandanten an Steuerberater. Und wir haben eben auch Teile automatisiert. Und ein Teil, den wir ganz gut automatisiert haben, ist die Wertpapierverbuchung. Also wir können tatsächlich heute Aktiendepots auslesen und automatisch Buchungssätze generieren. Wenn das halt dein Steuerberater alles schön beleghaft macht, dann kannst du dir vorstellen, nimmst PDF, tippt das schön ab, berechnet 80 Euro Stundensatz und das irgendwie bei einer US-Aktie für 4 Dividenden. Und dann gibt es eine Rechnung und dann ist von deiner Rendite nichts mehr übrig. Ja? Und das ist halt so. Ja, das ist halt tatsächlich das, was bei GmbHs so nerven. Ich hätte immer das Gefühl, ich spare Steuern, aber noch mehr verdient mein Steuerberater. Und ja, das haben wir dann mal wirklich aufgedröselt und haben dann, das ist auch das Ding, wir haben nie die Energie für unsere eigenen Gesellschaften genommen, weil wir ja immer selber beschäftigt waren mit Immobilien, mit anderen Sachen. Aber wenn du dann irgendwann mal sagst, ich optimiere das jetzt für 200 Kunden, dann fängst du halt anders an, über das Problem nachzudenken, ne? Und sag mal, noch mal ganz kurz zu dem einen Punkt, weil die Frage häufig gerade kam: Kann man pauschal ein Vermögen nennen, ab wann sich das rentiert, oder hängt das von mehreren Faktoren ab? Es hängt von ganz, ganz extrem vielen Faktoren ab. Die erste wichtige Frage ist immer, über welchen Zeitraum denkst du nach? Wenn du jetzt sagst, ich will jetzt 2 Jahre anlegen und dann brauche ich alles als Einmalsumme liquidiert im Privatvermögen, macht das relativ wenig Sinn. Es hängt auch von Anlagen ab. Also Rentenfonds zum Beispiel, wenn die überhaupt noch jemand hat, werden im Privatvermögen günstiger besteuert als in der GmbH. Wir haben die letzten Wochen, bei Immobilien lohnt es sich generell, weil du eben nur 15% Steuern zahlst. Und es lohnt sich sehr, sehr stark bei Aktien. Wir haben die letzten Wochen einen Aktienrechner entworfen, wo du alle Variablen eingeben kannst und der dir dann sagt, wann die GmbH sich lohnt. Den werden wir wahrscheinlich so Mittwoch, Donnerstag veröffentlichen. Das können wir dann auch nochmal rumschicken. Ich kann aber so ein paar Faustregeln Ja, genau. einfach mal geben. Also hier steht schon Also, ab 1 Million, ist das richtig, oder? ja, ich sehe das gerade. Nee, es geht tatsächlich viel früher los. Also, wenn du so 150.000 Euro über 10 Jahre anlegst, und mit so konservative Annahmen 1,5% Dividendenrendite, 2% Wertsteigerung, dann lohnt sich das ist so der Punkt, wo sich die GmbH lohnt. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch immer, wie viel Kosten du in die GmbH schieben kannst. Das macht einen Riesenunterschied. Also wir sagen eigentlich immer, für jeden, der privaten Mittelklassewagen fährt, so ab 40.000 Euro,
Und wen über die GmbH laufen lässt, hat eigentlich schon die Strukturkosten der GmbH drin. Wenn jetzt jemand so typisch Berlin hat ein Fahrrad für 400 € und ein BVG-Ticket, dann wird schon und kann ein Handy und ein Handy, was er in der GmbH ansetzen kann, das ist es nicht so groß. Aber wenn du so 600, 700 € im Monat in die an Kosten in die GmbH steckst, lohnt sich die GmbH auf jeden Fall. Okay, und 150.000 in Aktien hast du jetzt gerechnet, und bei einer Immobilie ist es ja wahrscheinlich deutlich schneller zu erreichen, ne? So ein Vermögen, Immobilie, kommt drauf an, wo die jetzt ist, aber in Berlin ist das heutzutage eine Einzimmerwohnung gefühlt. Ja, aber da müssen wir jetzt mal ein bisschen, wir müssen das ein bisschen, lass uns mal das mit Immobilien ein bisschen zerlegen, weil Immobilien sind tatsächlich sehr, sehr trickreich in der GmbH. Du hast, Gerne. also grundsätzlich fangen wir erstmal an, wie Immobilien im Privatvermögen aussehen, ja. Und wir reden jetzt nicht vom Eigennutz. Lass uns mal von Investmentimmobilien reden. Du zahlst, du bist ja voll in der Einkommenssteuer drin. Je nach Höhe kommst du mit Kirche, kommst du maximal auf 47%. Ohne Kirche auch so auf 45, weil ich immer noch den Solidaritätszuschlag zurechne, ja. 42 Spitzensteuersatz plus Soli. Und hast aber den großen, das heißt, deine Einnahmen werden die ganze Zeit sehr teuer besteuert, hast aber den großen Vorteil, dass du nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen kannst. In der GmbH ist das ein bisschen anders. Eine GmbH kann eben Immobilien kaufen und kann sich dann von der Gewerbesteuer befreien lassen, wenn du die Immobilien langfristig hältst. Dann hast du einen Steuersatz wieder mit Soli von 15,5%. Das ist also weniger als ein Drittel von dem, was du im Privatvermögen auf die Einkünfte zahlst. Bedingungen, und wir reden ja über Steuerrecht, deswegen muss ich immer lange mit Sonderregeln erzählen. Du darfst keinen gewerblichen Grundstückshandel machen. Gewerblicher Grundstückshandel ist, wenn du mehr als 5 Objekte in mehr als 3 Objekte in laufenden 5 Jahren verkaufst. Okay. Das heißt, wenn du jetzt ein Haus kaufst und teilst das auf, funktioniert die GmbH nicht. Es sei denn, du teilst langsam auf, ja. Und hast aber dann diese 15% immer. Das heißt, du kannst nach 10 Jahren nicht steuerfrei verkaufen. Jetzt ist es bei unseren Kunden in der Regel so, dass die eine gewisse Immobilienallokation haben und nicht unbedingt darauf aus sind, die Immobilien nach 10 Jahren zu verkaufen. Und du musst auch immer eins bedenken, wenn du eine Immobilie hast und du verkaufst sie, nur weil sie nach 10 Jahren steuerfrei ist, dann hast du ja erstmal Geld und musst dann wieder eine neue Immobilie finden und hast in der Zeit keine Einnahmen. Und kaufst dann eine Immobilie, die du noch gar nicht kennen kannst. Du verlierst also auch viel Know-how. Wir haben das im PE-Fonds immer die Substitution Challenge genannt. Und gleichzeitig muss man sagen, die GmbH hat ja Strukturkosten. Die liegen so bei 2.200 € im Jahr. Das heißt, wenn du da die Einzimmerwohnung drin hast, macht das wenig Sinn. Ich würde immer auf Cashflow achten. Also ich würde immer gucken, dass du so über 55.000 € Mieteinnahmen liegst, weil wenn du dann sagst, du hast so 30% operative Kosten und vielleicht 70% für den Kapitaldienst, da bleibt ja oft nicht so viel Cash übrig. Und selbst wenn es sich steuerlich lohnt, willst du ja nicht immer noch privat zuschießen, nur um die GmbH-Kosten zu zahlen. Du hast noch, und jetzt wird es ganz trickreich, du hast noch die Möglichkeit, wenn eine Immobilie in der GmbH liegt, nicht die Immobilie zu verkaufen, sondern die GmbH mit der Immobilie zu verkaufen. Und wenn du darüber eine Holding hast, dann passiert das, was ich bei meinem Exit hatte, zahlst du nur 1,5%. Das nennt sich dann Share Deal statt Asset Deal. Das macht sehr viel Sinn. Ich bin ein großer Freund von Gewerbeimmobilien. Da kauft dir auch einer eine GmbH ab. Wenn du eine Eigentumswohnung hast, die irgendwann ein Selbstnutzer nutzt, der kauft dir auch nicht die GmbH ab. Deswegen funktioniert dann, aber wenn du, solche Share Deals machst, kannst du eigentlich immer zu 1,5% Steuern jederzeit verkaufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu kompliziert und schnell war, aber Immobilien in der GmbH sind ein kompliziertes Thema. Ja, nee, ich hab's da schon, also. Dann nimmt ja quasi diese Struktur, also das wäre ja dann 1,5% Versteuerung versus 0%, was ja immer der große Vorteil angepriesen wird im Privatvermögen, ne, dass nach 10 Jahren eben der Ja. Veräußerungsgewinn steuerfrei ist. Dann nimmt das ja fast schon diesen Vorteil wieder raus, ne?
Genau. oder er relativiert ihn zumindest. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, also mit dieser Haltedauer von Immobilien, also erstmal dieses Konstrukt lohnt sich wahrscheinlich dann, wenn ich einen guten Cashflow generiere mit meinen Immobilien. Und die Frage ist ja dann auch, warum sollte ich etwas nach 10 Jahren unbedingt verkaufen, was mir monatlich einen Cashflow, eine Einnahme generiert? Ja, ist ja gefühlt so, wie wenn ich meine goldene eierlegende Gans verkaufen würde, ne? Da müsste ich ja erstmal eine bessere auch haben, eine bessere Alternative. Und das ist ja dann die Frage auch so ein Stück Ja, weit. und bis du die gefunden hast, verdienst du eben kein Geld, dann liegt das ja nur rum, ist bis halt nicht investiert. Und dann hast du ja bei Immobilien immer ziemliche Transaktionskosten. Also du kannst dann zwar steuerfrei verkaufen, aber die nächste zu kaufen mit 6% Grunderwerbsteuer, 1,5 Makler und vielleicht nochmal 6% Makler drauf, ja, dann hast du echt massive Transaktionskosten. Ich habe mal ein Modell gebaut und durch eine Monte-Carlo-Simulation laufen lassen zwischen du behältst eine Immobilie und steckst die Mieteinnahmen immer in neue Immobilien oder du verkaufst alle 10 Jahre eine Immobilie und kaufst eine neue Klingt und du spannend. hast eine deutlich bessere, ich kann das mal sharen, das ist so ein ewig langes White Paper, aber du performst deutlich besser, wenn du Immobilien behältst und dazu kaufst, als wenn du immer wieder diesen Transaction-Churn hast. Und jetzt muss man auch eins sagen, du musst halt 10 Jahre warten. In der GmbH, wenn du nach 3 Jahren verkaufst, hast du halt 15% Steuern. Wenn du privat nach 3 Jahren verkaufst, wenn du jetzt nicht Eigennutzer bist, bist du halt, wenn die Immobilie einen vernünftigen Wert hat, auch wieder im Einkommensteuersatz, ja. Der dann, wenn es über größere Objekte liegen, auf jeden Fall jenseits der 42% liegt. Wenn, vor allem, wenn du parallel ja eh schon Einnahmen hast. Von daher ist die GmbH dann tatsächlich das flexiblere Konstrukt. Da muss ich jetzt noch eine Sonderregel sagen. Du zahlst die 15% auf Veräußerungen auch nur, wenn es nicht dein letztes Objekt ist. Da habe ich eine witzige Story zu, als wir das Stielwerk verkauft haben in Berlin. Kennt man vielleicht, so ein großes Einkaufszentrum, hatte so, ich weiß gar nicht mehr, aber auf jeden Fall 20.000, 30.000 Quadratmeter. Und das haben wir für eine dreistellige Millionensumme verkauft im PE-Fonds. Und wir hatten dann noch die Aufgabe, schnell vor der Transaktion eine 30 Quadratmeter Wohnung in Berlin zu finden, damit die GmbH noch ein Objekt übrig hatte nach dem Verkauf. Das sind dann, weil es darf nicht das letzte Objekt sein. Aber da kannst du auch, also du musst halt irgendwas kaufen. Das ist dann auch egal. Aber kannst du mir noch mal erklären, also was es gibt ja diese VV GmbH, ne? Ist jetzt ein Begriff für eine GmbH, die nur einen Zweck verfolgt. Richtig? Oder wie ist die Definition? Ja, das ist etwas, wo unsere Kunden uns immer wieder nachfragen, weil das auch ein bisschen verwirrend ist. Also umgangssprachlich, es gibt eine umgangssprachliche und eine steuerliche Definition. Fangen wir mal mit der umgangssprachlichen an. Also umgangssprachlich ist eine vermögensverwaltende GmbH einfach ein Investmentvehikel, das eigenes Kapitalvermögen verwaltet. Egal, ob das jetzt Aktien sind oder Angel Investments oder Immobilien. Aber viele Leute lesen immer, dass vermögensverwaltende GmbHs gewerbesteuerbefreit sind. Das ist nicht so. Eine GmbH zahlt immer Gewerbesteuer. Es gibt nur eine Möglichkeit, und zwar, wenn sie Immobilien hat, und zwar nur Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, keine anderen Einnahmen, kannst du die sogenannte erweiterte Gewerbesteuerkürzung machen und die Gewerbesteuer kürzen. Und im Steuerrecht nennt sich das dann vermögensverwaltende GmbH. Und viele Leute nehmen das Umgangssprachliche, ach, ich verwalte mit der GmbH nur Vermögen, gucken dann ins Steuergesetz und lesen wieder vermögensverwaltend und folgern, ach, dann ist ja gewerbesteuerfrei. Das ist ein Irrglaube. Wir benutzen vermögensverwaltend eigentlich eher so nach der Definition ein bis zwei Gesellschafter. Wenn es zwei Gesellschafter sind, ist es halt ein Pärchen, die damit eigenes Vermögen verwalten und bewusst Investments in Betriebsvermögen halten statt in Privatvermögen. Okay, das heißt bei dir, aber warum macht ihr das, wenn jetzt jemand zum Beispiel mehrere Mehrfamilienhäuser hat, dann lohnt es sich doch für den, diese klassische VV GmbH zu machen, weil er dann diese Gewerbesteuerbefreiung haben kann, wenn er dazu jetzt auch noch
sein Depotvermögen mit reinklatscht, dann fällt es ja schon wieder weg, oder? Dann wäre es doch sinnvoller, bei dem zwei GmbHs zu machen, oder nicht? Ja und nein. Also es fällt nicht weg. Man muss sagen, in einer vermögensverwaltenden Immobilien GmbH, die darf nur Umsätze aus Vermietung und Verpachtung haben. Wenn du da eine Ausgangsrechnung schreibst, weil du berätst, ja, also einen fremden Umsatz hast oder du verkaufst da irgendwie im Online-Shopping was mit der gleichen GmbH, wird sie sofort für alles gewerbesteuerpflichtig. Aber du darfst Kapitaleinlagen haben, zum Beispiel Aktien und so weiter, weil das sind keine Umsätze, das sind am Steuerrecht sogenannte Einkünfte. Ja, es gibt den Unterschied zwischen Umsatz und Einkünften. Und Einkünfte sind nicht schädlich. Ja, das heißt, du kannst in deiner Immobilien GmbH auch Wertpapiere haben. Die werden aber dann mit Gewerbesteuer besteuert. Und das heißt, das geht. Das ist meistens aber nicht so richtig schick, weil wenn du mal eine Immobilie im Share Deal verkaufen möchtest zu diesen 1,5% nach dem 8b Körperschaftsteuergesetz, der diese 95% Steuerfreiheit hat, dann müsstest du ja vorher deine Wertpapiere rausziehen und dann irgendjemandem sagen, ja, du kannst die Immobilie haben, aber kauf nochmal 300.000 Euro Wertpapierportfolio mit. Das ist jetzt auch nicht der cleanste Deal, ja. Okay. Und dann muss man sagen, wenn du diese 1,5% eh haben willst, dann brauchst du sowieso eine Holding, weil dieser Paragraph 8b Körperschaftsteuergesetz, über den wir so viel sprechen, der ist dafür da, wenn eine Kapitalgesellschaft an einer anderen Kapitalgesellschaft beteiligt ist. Also das funktioniert übrigens alles auch mit einer UG, was ich heute erzähle. Ja, also du kannst auch eine vermögensverwaltende UG für Immobilien machen. Oder auch Okay. eine AG, ja, geht auch. Warum macht man das nicht? Warum macht man was jetzt nicht, die UG? Warum nutzt man nicht die UG? Ich muss doch bei der GmbH muss ich jetzt das Haftkapital stellen, ne? Das sind wie viel? 25.000 oder? Ja, es gibt, also du musst, eine GmbH braucht mindestens 25.000 Stammeinlage, von denen du 12.500 einzahlen musst. Und dann gibt es das schöne juristische Konstrukt der Kaduzierung. Wenn der Geschäftsführer der GmbH sagt, er braucht das Stammkapital, muss der Gesellschafter binnen 5 Bankarbeitstagen einzahlen, sonst verliert er seine Anteile. Wenn du jetzt selber Gesellschafter und Geschäftsführer bist, ist das Risiko relativ klein. Aber im Insolvenzfall ist das auch das Erste, was der Insolvenzverwalter macht. Der fragt auch als erstes die Kaduzierung an. Aber du kannst mit 12,5 gründen. Du kannst eine UG nehmen, es brauchst weniger Stammkapital. Die UG hat zwei Nachteile, die wir auch schon alle durchhaben. Meine Mitgründerin Christine hatte früher eine UG. Und zwar darfst du bei der Gründung der UG nur Gründungskosten bis 700 Euro ansetzen. Alles, was darüber hinaus ist, musst du aus dem Privatvermögen zahlen. Bei der GmbH darfst du bis 2.500 Euro Gründungskosten ansetzen, die du aus dem Betriebsvermögen zahlen darfst. Und du darfst in der UG immer nur 75% der Gewinne ausschütten. Den Rest musst du sozusagen ansparen und dann, wenn du mal an alle Gewinne willst, musst du wandeln. Und wir haben festgestellt, dass die Wandlung teurer ist als eine GmbH-Gründung. Das heißt, du zahlst am Ende tatsächlich mehr. Und wenn wir jetzt wirklich über Aktien, Immobilien etc. nachdenken, sollten 12.500 ja schon irgendwie da sein, oder? Also, ich meine, was will. Die UG macht Sinn für diese klassischen, macht Sinn für die Startups. Junger Gründer hat kein Geld, möchte die 8b-Struktur haben. Dann macht die UG Sinn, ja. Aber wenn du wirklich Kapital anlegen willst, dann hast du doch eh die 12,5. Ist zumindest unsere Meinung dazu, ja. Du hast ja relativ viel jetzt von den Steuersätzen gesprochen und vorhin auch schon mal kurz so die Unterschiede angeteasert im Privatvermögen und dann in der GmbH und die Vorteile der GmbH. Was aber oft erstmal ja nicht besprochen wird, und das war auch eine Frage, die im Vorfeld gestellt wurde. Dann habe ich ja, also ich habe ja immer noch nicht das Geld, sondern meine GmbH. Und wenn ich mir davon jetzt Turnschuh kaufen will, dann habe ich ja
Also alle Kosten werde ich ja nun auch nicht da reinbekommen, ne? Und Nee, leider nicht. irgendwo von muss ich dann vielleicht auch mal leben oder so. Und dann ist ja dieses GmbH-Modell, also dann wird es ja dann schon noch mal teurer, weil dann habe ich ja auch Steuern, ne? Na, Steuern hat man ja leider immer, aber lass uns das noch, also erstmal vielleicht ganz wichtig zu den Kosten. Ich beantworte die Frage sofort, aber welche Kosten Ja. kann man überhaupt in die GmbH schieben? In die GmbH kann man alle Kosten schieben, die mit der Erzielung von Einkünften zu tun haben. Und das muss man auch vom Finanzamt argumentieren. Komplett unstrittig ist, dass eine GmbH einen Laptop braucht, ein Handy, einen Internetanschluss und so weiter. Wenn die GmbH bei dir zu Hause ist, hat die GmbH den Internetanschluss und du kannst den privat nutzen. Sobald du eine Immobilie in der GmbH hast, kannst du auch im Baumarkt den Akkuschrauber über die Firma kaufen. Sobald du ein Investment in Hamburg hast, kannst du auch deine Betriebsfahrten nach Hamburg absetzen, ja. Sobald du ein Investment in den USA hast, kannst du auch in die USA fliegen. Also man kann sich das schon konstruieren, ja. Und das sollte aber auch immer ehrlich bleiben, ja. Ich finde, es gibt viel, also man sollte immer im Rahmen der steuerlichen Möglichkeiten bleiben, wie der Köber das ja auch sagt. So, und jetzt die Frage, bevor man sich überlegt, wie kriege ich Geld aus der GmbH raus, sollte man sich erstmal fragen, wie kriegt man Geld rein? Und die eleganteste Variante ist, also Stammkapital muss erstmal rein. Und da vielleicht auch eine wichtige Info, das kann man benutzen. Also das Stammkapital kann dann auch in die Immobilie, in die Aktien gehen. Das liegt nicht auf dem Konto. Es muss nur einmal übers Konto fließen. So, und jetzt habe ich da die 25.000 drin, aber wenn ich jetzt mehr in Aktien machen will und eine größere Immobilie, dann reicht das ja wahrscheinlich nicht. Und dann ist der erste Trick, dass man einen Rahmenkreditvertrag abschließt zwischen dem Gesellschafter und der GmbH. Und dann gibt man das Geld als Darlehen rein. Und dieses Darlehen kann dann wieder zurückgezahlt werden. Und wenn die GmbH das Darlehen zurückzahlt, ist ja, kriegst du nur dein Geld zurück, ist eine Tilgung. Das heißt, das ist komplett steuerfrei. So, das bedeutet erstmal, deinen Einsatz kriegst du immer erstmal steuerfrei wieder raus. Und mit diesem Rahmenkreditvertrag super einfach, weil wenn der Gesellschafter Geld einzahlt, hat er einen Kredit erhöht. Wenn die Gesellschaft zurückzahlt, hast du ein Stück runtergetilgt. Kannst also wirklich hin und her Ping-Pong spielen. Und was einfach ein Rahmenkreditvertrag über eine hohe Summe und gut ist. Jetzt ist das irgendwann aufgebraucht, also irgendwann ist kein Darlehen mehr in der Gesellschaft. Und jetzt ist die Frage, wie kriegst du dann Geld raus? Und da hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst einmal eine Gewinnausschüttung machen. Das ist dann 25% Abgeltungssteuer plus 5,5% Solidaritätszuschlag, landest du bei 26,375. Das ist die unelegante Variante, weil dann werden erstmal die Steuern in der GmbH besteuert und dann nochmal die Ausschüttung besteuert. Was deutlich cleverer ist, ist, wenn man sich ein Gehalt auszahlt. Das Gehalt geht dann zwar mit Einkommensteuer, aber das kann man ja A timen. Also dafür sind dann Sabbaticals ganz gut, die Berufspausen, wo man wenig Einnahmen hat. Und zum anderen kann man, zum anderen sind das Kosten der GmbH. Das heißt, die reduzieren den Gewinn. Das heißt, es kommt nicht zu einer Doppelbesteuerung. Das heißt, du kriegst es eigentlich immer, der schlimmste Steuersatz, den du in der GmbH zahlst, um Geld zu entnehmen, ist Einkommensteuer. Höher wird es nicht. Ja. Aber dadurch, wenn wir das modellieren und mit unseren Kunden reden, in der Regel ziehen die ja erstmals Darlehen raus und es geht einfach letzten Endes darum, so lang wie möglich im niedrigen Steuersatz der GmbH zu bleiben und zu reinvestieren. Je früher ich mehr konsumieren will, desto schlechter wird das GmbH-Konstrukt und desto mehr Zeit ich habe und desto weniger ich entnehme, desto besser wird das. Deswegen wird das auch manchmal als Sparschwein GmbH bezeichnet. Das findet man ganz oft, aber ja. So, das war jetzt eine sehr lange Antwort. Ich glaube, ich gebe dir Ja, heute nur lange Antworten, Maurice, aber es ist. nee, ist gut, es hilft mir, das besser zu verstehen. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob das zu weit geht, weil der Köber in Steuern, Steuern, der fährt ja nochmal ja noch mal einen insgesamteren Ansatz. Also so wie ich ihn verstehe, sagt er zu, ich sag mal, Menschen wie mir, also die irgendwo im Grenzsteuersatz sind, ein hohes Einkommen haben, sehr viel Steuern bezahlen, hey, mach's doch anders. Du gründest quasi eine GmbH, du sprichst mit deinem Arbeitgeber, so verstehe ich ihn, ja, und sagst zu ihm,
lieber Arbeitgeber, hau mich mal raus, ich mache mich jetzt selbstständig und agiere als, weiß ich nicht, als Berater mit meiner GmbH. Und mein Einkommen in Höhe von, was auch immer, 150.000 Euro im Jahr, das zahlst du mir nicht mehr im Rahmen eines Angestelltenverhältnisses, sondern meine GmbH wird dir halt Rechnung erteilen. Und dann fließt halt dieses Geld in diese GmbH rein. Und jetzt sagt er Folgendes, so, du kannst ja gleich korrigieren oder vielleicht habe ich ihn noch nicht richtig verstanden, aber jetzt sagt er Folgendes. Du zahlst dir selber die Option, die du gerade erwähnt hast, du zahlst dir selber ein Geschäftsführergehalt aus. Dieses Geschäftsführergehalt machst du aber nur so hoch, dass du deine Lebenskosten decken kannst. Aber die ganze Sparerei, dein ganzer Vermögensaufbau, den betreibst du wiederum in der GmbH, weil du dort einmal den Vorteil der ganzen Kosten abzusetzen hast und dann aber den Vorteil hast, dass du eben nicht mit, weiß ich, 55, 45% versteuerst und davon dann deinen Kapitalaufbau betreibst, sondern das halt in der GmbH machst. Ja, Was sagst du dazu? ich mache es genauso. Das Ja, ist ein okay. bisschen, es ist für den normalen Angestellten oft ein bisschen schwierig, weil es gibt immer dieses Problem Scheinselbstständigkeit. Und bei Scheinselbstständigkeit gibt es ganz viele Kriterien, ab wann du scheinselbstständig bist. Und das ist zum Beispiel nicht, wenn du eine E-Mail-Adresse von deinem Arbeitgeber hast. Aber da geht sehr viel um die Weisungsgebundenheit. Das Finanzamt will halt sehen, dass du wirklich selbstständig bist. Und wenn du zum Beispiel nach Urlaub fragen musst, ist das für das Finanzamt ein Indiz, dass du nicht wirklich selbstständig bist. Wenn du einfach deinem Chef sagst, ich bin jetzt weg und er kann nichts machen, dann zählst du schon eher als Unternehmer. Und gut ist auch, wenn du dann unregelmäßig abrechnest, also nicht irgendwie jeden Monat den gleichen Betrag. Gut ist, wenn du noch andere Einkünfte hast. Das muss man sich schon mal ein bisschen genau angucken. Ich wollte immer noch mal einen Blogpost zu schreiben. Aber was uns immer so wahnsinnig aufregt, wir kriegen immer wieder Kunden, die Freelancer sind oder schon selbstständig sind mit einem Personenunternehmen und wo die Steuerberater die immer schlecht beraten haben. Und die erste Frage, die wir immer stellen, wie viel Einnahmen hast du? Und dann kommt irgendwie 120.000 und dann versteuern die das ja alles, haben sie alles im Privatvermögen. Und die erste sinnvolle Frage, die du stellen musst, wie viel davon brauchst du denn? Und dann kommt meistens so, also eigentlich reichen mir 70. Und dann fragen wir, was machst du denn jetzt mit dem Rest? Ja, das lege ich privat an. Das ist totaler Schwachsinn, ja. Nimm so wenig raus, wie du kannst, lass so viel wie möglich in der Firma drin und investierst sofort da weiter. Also gerade für Leute, die sowieso schon als Freelancer unterwegs sind, die nicht dieses Scheinselbstständigkeitsproblem haben, sollten das auf jeden Fall so machen. Ja, und wie gesagt, zur Scheinselbstständigkeit könnten wir noch mal eine Stunde telefonieren. Das ist ein, Okay, ja, das ist. geh mir nicht zu tief drauf ein. Ich habe mir nur die Frage gestellt, kann denn eine juristische Person scheinselbstständig sein? Nee, nicht die juristische, aber du kannst. Früher hat man gesagt, haben Steuerberater mal beraten und haben gesagt, die GmbH schützt immer vor Scheinselbstständigkeit. Das ist tatsächlich nicht mehr so und die gucken sich tatsächlich das Verhältnis an. Ein Beispiel für Scheinselbstständigkeit ist zum Beispiel, wenn die Firma einen Vertrag hat, muss eine bestimmte Person das erbringen. Also du müsstest, wenn dein Arbeitgeber sagt, Maurice, du musst das machen, ist das ein Hinweis für Scheinselbstständigkeit. Wenn du irgendeinen Mitarbeiter die Arbeit machen lässt, ist das ein Anzeichen dafür, dass es keine Scheinselbstständigkeit ist. Auf solche Sachen gucken die. Ja, also wenn du sozusagen delegieren kannst. Und ja, die Okay. GmbH schützt nicht mehr vor Scheinselbstständigkeit. Das haben zu viele probiert. Ja, okay, verstanden. Okay, aber da muss ich mich mal reinarbeiten in dieses Thema, weil das halte ich für höchst interessant, weil ich habe auch persönlich unterschiedliche Einkunftsquellen. Also dieser Punkt wäre nicht gegeben. Ich sag mal, dieser Punkt mit dem Urlaub, das könnte man sicherlich auch alles erklären, ne? Ich meine, es sind ja auch Vorteile für den Arbeitgeber, ne? Stell dir vor, du hast keine Angestellten mehr, du hast nur noch diese juristischen Personen, mit denen du einen Deal abschließt, ja. Dann hast du ja auch kein Kündigungsgebumse dann, wenn du sie mal raushaben willst Ja, und so alles. weiter, ne? Also es hat ja, also ich könnte ihm das ja schon ganz gut verkaufen, will ich sagen. Ja, es ist absolut nicht schlecht, aber zum Beispiel wäre halt wichtig, darfst du es delegieren, ja? Und
Also wenn du, ja, wie gesagt, können wir gerne noch mal drüber detaillierter reden. Ich habe da auch noch Ja. mal lange Artikel. Ich habe gerade hier irgendwo gelesen, es gäbe 4 Kriterien für Scheinselbstständigkeit. Es sind noch viel, viel mehr, die man sich heutzutage anguckt, aber 4 wichtige. Ich gucke mal, ich das mal zusammenschreibe und mal auf unserem Blog share und dann leite ich es auch gerne weiter. Sehr gerne, ja. Ja, lass mal weitergehen. Wir haben ja doch noch ein paar Fragen. Also ich glaube heute eher so ein bisschen die Immobiliensparte, die wollten wir heute angehen, ne? Und vielleicht dann noch mal separat dieses Thema Holdingstruktur. Also man merkt ja jetzt schon in dem kurzen Gespräch, wie komplex das ist. Aber ich glaube, es hilft eben mal drüber zu sprechen und sich dessen bewusst zu machen, weil also das war das erste Mal, wo ich diesen Ansatz überhaupt so kennengelernt habe. Und ich habe auch irgendwann mal BWL studiert, aber damals hat mich das immer gar nicht interessiert, weil mir dieser Bezug überhaupt nicht klar wurde, ja. Ja. Was Ja, haben wir noch? tatsächlich, Steuern sind einfach der größte Kostenfaktor eines jeden Menschen. Also bevor man überlegt, ob man irgendwie auf Urlaub verzichtet oder auf das Auto, ja, sollte man erstmal bei Steuern anfangen, weil das einfach der größte Hebel ist und gleichzeitig überhaupt nicht die Lebensqualität einschränkt. Im Gegenteil, Ja. das macht sogar glücklich, wenn man Steuern spart. Ja, wenn man aufs Auto verzichtet, hat man zwar mehr Geld, aber das macht nicht unbedingt glücklicher. Ja. Und sag mal jetzt, was mich noch mal jetzt interessiert hat, wir sind ja auch ins Gespräch gekommen, dann habe ich mir eure Seite angeguckt und du hast ja jetzt schon ein bisschen zu eurer Historie erzählt. Aber diesen Gründungsservice, wenn man den so nennt, den macht ihr noch gar nicht so lange und einige Punkte sind auch noch gar nicht veröffentlicht auf der Seite mit der GmbH-Gründung, ne? Was ist denn jetzt der Unterschied? Also wenn ich jetzt eine GmbH gründen möchte, ich kann jetzt zum, was, also was müsste ich jetzt machen ohne euch und was mache ich mit euch und was ist jetzt der Unterschied? Das ist mir nicht ganz klar geworden. Ja, also erstmal, du kannst gerne ohne uns gründen. Du kriegst ja eine GmbH an jeder Straßenecke, nämlich an jedem Notariat. Das Problem ist auch nicht so sehr die Gründung. Wir sagen immer, wir übergeben schlüsselfertige GmbHs. Also wir kümmern uns um die notarielle Gründung, aber damit ist es ja nicht erledigt. Wir eröffnen auch das Bankkonto. Wir machen die steuerliche Erfassung beim Finanzamt. Wir beantragen eine Leihe, Legal Entity Identifier, den brauchst du, wenn du ein Wertpapierdepot mit einer Gesellschaft eröffnen willst. Wir machen die Eröffnungsbilanz, wir eröffnen ein Aktiendepot ja, wir kümmern uns halt um diesen gesamten Prozess und der ist ziemlich durchstrukturiert. Und viele Kunden mögen das, gerade wenn sie, also es ist witzig, wenn sie das erste Mal gründen, mögen sie das, weil sie dann eben diese ganzen Sachen nicht erfahren müssen, dass wir es einfach gut machen. Wenn Sie es schon mal gemacht haben, machen Sie es gern uns, damit Sie die Arbeit nicht haben. Ja. Okay. Wir gründen gern, wir nehmen aber auch gern Bestandsgesellschaften. Wir haben angefangen mit der Wertpapier GmbH, also hauptsächlich für Termingeschäfte und Aktien, weil das ja, weil das, weil wir da eben auch die automatisierte Verbuchung haben. Wir bringen jetzt bald auch direkt zum Bestellen die Immobilien GmbH und die Holding raus. Bestellen Kunden bei uns aber die schreiben uns dann nochmal über einen Live-Chat an, weil es eben noch nicht so richtig live ist. Und vorher haben wir halt alles manuell gegründet. Ja, und das ist eben so ein Rundum-Sorglos-Paket, wo du wenig Arbeit hast und wirklich alle Schritte richtig gemacht werden. Aber wir haben auch viele Kunden, die tatsächlich selbst gründen und dann nach der Gründung zu uns kommen für den Admin-Service, also für die laufende Betreuung. Was ist da der Unterschied dieser Admin-Service? Also ich kann in der Theorie jetzt, könnte ich das von einem Steuerberater, Buchhalter machen lassen oder bei euch oder was? Also vielleicht erstmal zum Verständnis, wir dürfen keine Steuerberatung anbieten. Das ist ja ein verkammerter Beruf. Aber wir haben eine Reihe Partnersteuerberater, die wir wirklich geprüft haben nach unseren schlechten Erfahrungen. Wo wir wirklich Leute ausgesucht haben, die wirklich auf Kapitalvermögen ausgelegt sind, die auch diese ganzen Steuerstrukturierungen, über die wir sprechen, wirklich kennen. Und die kriegen bei uns eine digitale Plattform. Also die Steuerberater haben eine eigene App bei uns, wo sie ihre Mandanten sehen, wo das alles digital läuft. Wir haben mit den Steuerberatern eigene Kontenpläne entwickelt, damit du eben besseres Reporting daraus kriegst. Und der größte Unterschied ist,
dass wir eben alles zu Fixpreisen machen. Also du hast halt nicht das, was ich mit Trinavis hatte, wo dann irgendwie fünfstellige Rechnungen für eine scheiß Arbeit reinkamen, ja. Sondern du weißt halt sozusagen vorher, was es dich kostet. Und wir versuchen eben viel zu automatisieren. Also wie zum Beispiel jetzt die Wertpapierdepots. Und damit das einfach, unser Ziel ist es eigentlich, unsere Kunden kriegen auch ein Login zu unserer Ride-Client-App, wo dann Vertragsvorlagen drin sind, wo sie so alles an einem Ort sehen. Und unser großes Ziel, wo wir halt immer weiter dran arbeiten, ist es, eben aus dieser individuellen Beratung rauszugehen und wirklich diese vermögensverwaltende GmbH als Produkt zu sehen. Also wirklich easy to use, low cost, daran arbeiten wir. Und sag mal, in Zahlen gesprochen, also wie ich es verstehe, wenn ich jetzt zu meinem Steuerberater gehe, kann es passieren, dass der enorm hohe Kosten aufruft für diesen buchhalterischen Aufwand, den er da übers Jahr verteilt hat. Und der ist aber auch nicht immer gleich, weil der nach Zeit abrechnet. Und bei euch ist es dann eine Art Fixpreis oder was? Ja, genau. Also wir haben so verschiedene Fixpreise. Wenn du zum Beispiel als Geschäftsführer angestellt bist, sind das immer 120 Euro für eine Lohnabrechnung. Wenn du umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer bist, kommen 200 Euro dazu. Aber der Basispreis wirklich so für Jahresabschluss, Steuererklärung, einer kleinen Wertpapierverbuchung liegt so bei 1.700 Euro. Und was ist das Gegenstück auf der anderen Seite? Also bei euch 1,7 und was ist im Schnitt auf der anderen? Das kannst du nicht so richtig sagen, weil die Okay. Steuerberater ja immer gerne, die Steuerberater berechnen ja gerne nach Stundensätzen. Und so ein Steuerberater-Stundensatz liegt so zwischen 170 und 300 Euro. Und dann findest du auch jedes Telefonat da drauf. 10 Minuten angefragt, ja, gesagt, du brauchst mal einen Darlehensvertrag. Dann hast du 10 Minuten das Telefonat drin und dann noch eine Stunde für Draften eines Darlehensvertrags. Und so kommen die eben so hoch. Und das macht halt wenig Freude. Und dann gibt es eben bestimmte Sachen, die die Steuerberater sehr manuell machen. Also gerade diese Wertpapierverbuchung, wo die wirklich Belege abtippen, während wir eben viel automatisiert machen. Also bei uns kein Steuerberater bucht die Wertpapiere mehr von Hand. Ah, okay. Und das heißt aber auch, wenn ich jetzt einen Steuerberater suchen würde, dann sollte ich mir mal genau angucken, wie digital der schon ist, weil wenn er nicht so digital ist, kann ich im Umkehrschluss davon ausgehen, dass er eben sehr viel auf die Art und Weise macht und dann auch abrechnet. Ja, genau. Oder er gibt dir halt auch den Standard. Viele Steuerberater können halt Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung, Abschreibung. Das Normale, was du eben für eine operative GmbH brauchst. Aber für so eine vermögensverwaltende GmbH, wenn du eben all solche Geschichten werden dann oft schwierig. Und die kennen sich dann teilweise nicht aus und behandeln jede GmbH immer individuell. Und das macht überhaupt keinen Sinn, ja, weil am Ende ist es ein Standardprozess. Aber Steuerberater sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie irgendwann mal innovativ ein Produkt gebaut haben. Ja. Okay. Na, am Mittwoch mache ich ein Livestream mit Johannes, der ist hier Zacharias Zaster. Der ist Ja. auch Steuerberater, aber er sieht sich auch nicht mehr als Steuerberater, weil ihm das immer zu, ich glaube, dann zu trocken war. Und jetzt sieht er sich vielmehr als Unternehmensberater und ist auch eine ganz spannende Lebensgeschichte dazu am Mittwoch mal mehr. Ja, beim Köber ist das ähnlich. Ich habe den ja auch Ja. mal, ich hab den mal per Zufall am Supercharger getroffen, als wir beide die Autos geladen haben. Und der macht auch nur noch Vermögensberater. Er macht keine Oper, also er macht keine Buchhaltung mehr oder so mit seinem Büro. Ist auch ein ganz netter. Und der sieht sich, ich glaube, er sieht, ich weiß gar nicht, ich habe ihn nie gefragt, aber ich würde sagen, er sieht sich, glaube ich, eher so als Tüftler. Ja, Ja. irgendwie so. Ja, cool. Eine Sache kam noch im Vorfeld auf. Und dann lass uns auch noch mal auf die Fragen eingehen, die unter dem Post gekommen sind, damit wir die hier nicht ungeachtet lassen, wenn ich schon anbiete, dass Fragen gestellt werden können. Ja, dann wollen wir auch die Antworten liefern, ne? Ja, genau. Kann ich, genau. Also, viele haben das so verstanden im Vorfeld, GmbH-Gründung. Das ist doch was für Unternehmer. Das ist doch für mich jetzt gar nicht interessant. Ich bin jetzt hier meinetwegen
habe mein Studium beendet, bin jetzt angestellt. Warum soll ich mir den Shit jetzt hier reinziehen? So, ne? Und die Frage war dann, kann ich denn überhaupt eine GmbH gründen, wenn ich angestellt bin? Ja, ganz spannend. Also in vielen Arbeitsverträgen stehen ja eben drin, dass Nebentätigkeiten verboten sind. Jetzt muss man aber sagen, es gibt mittlerweile viele Gerichtsurteile dazu, die sagen, eine vermögensverwaltende GmbH für Kapital, um sein eigenes Geld zu verwalten, sind keine Nebentätigkeiten. So, das ist einfach eine Strukturierung des eigenen Vermögens, genauso wie ein Arbeitgeber es dir nicht verbieten kann, eine Wohnung zu kaufen. Es gibt sogar, ganz streng ist das ja manchmal bei den Beamten, die haben ja so ein die haben ja nochmal das Beamtengesetz, und da muss der Dienstherr diesen Tätigkeiten zustimmen. Und da ist es sogar so, dass Dienstherren in Bayern, vor allem Lehrer etc., nicht zugestimmt haben. Und wenn dann die Beamten geklagt haben, wurde denen allen stattgegeben, dass der Dienstherr das genehmigen muss. Das heißt, wenn ich keine Ausgangsrechnung schreibe, also eben keine Umsätze erziele, sondern nur Einkünfte, bin ich safe, und das kann mir noch weder der Arbeitgeber noch der Dienstherr verbieten. Okay. Vielleicht hast du da auch nochmal einen Artikel oder findet man was darüber auf deiner Seite oder eurer Wir Seite? haben eine Knowledge Base. Wenn man auf Okay. right.capital geht, dann findet man oben im Menü Wissen. Und da findet man zum Beispiel auch wirklich einen Artikel zu den Beamten mit den Rechtsprechungen und so. Cool. Da kann man mal drauf gucken. So. Ich schaue nochmal auf Instagram. Aber hier war auch noch eine Frage, bitte. Ich glaube, die kam auch im Vorfeld oder wurde mir mal zugeschickt. Bitte noch thesaurierende versus ausschüttende ETFs in einer VV GmbH besprechen. Ja, Verstehst du die Frage? ich verstehe Sie. Ja. Wir müssen erstmal überlegen, ein ETF kann ja vieles Verschiedenes sein. Und jetzt fangen wir mal mit den Steuersätzen an. Es gibt den Begriff des Aktienfonds mit über 50% Aktienanteil. Und es gibt in der vermögensverwaltenden GmbH Teilfreistellungen auf Körper- und Gewerbeschaftssteuer. Und es ist so, dass man runtergerechnet beim Aktienfonds 80% auf die Körperschaftssteuer, 40% auf die Gewerbesteuerfreistellung hat. Und das gilt sowohl auf Veräußerung als auch auf Ausschüttung. Man kommt damit auf einen effektiven Steuersatz von 12, noch was Prozent. Wenn es ein Mischfonds ist, also ein Fonds, der zwischen 25 und 50% Aktien hat, hat man kleinere Freistellungen. Dann landet man um die 18%, ist aber auch wieder für Dividenden als auch für Veräußerungserlöse. Und wenn man Fonds hat, die keinen Aktienanteil von weniger als 25% haben, also auch so ein, auch Commodities, sonst was, ist man im vollen GmbH-Steuersatz mit den 30% je nach Hebesatz. Aber es gibt keinen Unterschied zwischen thesaurierend oder ausschüttend in Steuern. Du hattest übrigens ja im Vorfeld, das findest du auch bei mir im Post oder auch bei dir, glaube ich, bei Right Capital auf der Seite, hat es mir so eine Übersicht schön erstellt mit den ganzen Steuersätzen, weil ich finde sie im Rahmen eines solchen Interviews immer so Zahlenbeispiele Der ist ohne hart, irgendwie so ein ne? Flipchart, ne, wenn man das immer hört. 30% da drauf, davon 5,5 Soli bedeutet 1,5, ne? Also da muss man schon ein gewisses Zahlentalent auch haben, glaube ich. Ja, oder ein Deswegen erst. bisschen autistisch, ne? Nee, Ja. tatsächlich steht das bei unserer Webseite direkt. Ich habe auch, als ich mit Maurice das Video vorgesprochen habe, ich hätte direkt gefragt, ob man über Instagram auch Screensharen kann. Können wir leider nicht. Aber direkt auf unserer Homepage right.capital ist eine Steuertabelle mit den effektiven Steuersätzen und dann auch mal ein PDF, wo wirklich alles mit Paragraphen erläutert steht. Ja, genau, das wollte ich nur nochmal sagen, weil ich glaube, das ist dann nochmal besser. Ich gehe jetzt nochmal die Fragen unter dem Post durch. Ja, müssen wir Ja, mal klar. gucken, was auch redundant vielleicht irgendwie ist, weil wir es schon beantwortet haben. Genau, wie bekomme ich das Geld raus aus der GmbH? Wovon kaufe ich mir meine Brötchen? Das Ding haben wir geklärt, ne, vorhin. So, was haben wir noch? Ich bekomme mittlerweile über 10.000 Euro Dividende im Jahr. Vollzeitjob als Angestellter. Lohnt es sich jetzt, mein Depot schön in eine vermögensverwaltende GmbH zu übertragen? Ich würde sagen, sehr wahrscheinlich ja, aber ich müsste da, also um wirklich eine definitive Antwort ge zu geben, würde ich auf unseren
Aktienrechner verweisen, den wir Ende der Woche launchen, also Ende der kommenden Woche. Aber mit 10.000 in Dividende, also würde ich sagen, definitiv ja, wenn man es nicht nächstes Jahr liquidieren möchte, ja, um irgendwie sich ein Schiff zu kaufen. Also sehr, sehr wahrscheinlich lohnt sich das. Nur, ich habe jetzt in Erinnerung aus deiner Tabelle, die Dividende ist doch in der Besteuerung jetzt erstmal wieder höher, ne, als die im Privatvermögen. Ja, das stimmt. Also vordergründig ja, du hast 26,375, jetzt sind wir wieder bei Zahlen, Steuersatz privat und du hast 30% in der Firma. Jetzt kommen wir aber wieder auf den Punkt, privat kannst du keine Kosten ansetzen. In der Firma alle Transaktionskosten, Depotkosten, Wall Street Journal Abo kannst du halt alles absetzen, Auto und so weiter. Das heißt, effektiv landest du drunter. Und dann willst du ja in der Regel diese Dividenden auch reinvestieren. Und nun ist es ja nun mal so, dass du auch immer wie das Aktien ja in der Regel nicht nur Dividenden ausschütten, sondern auch noch eine Wertsteigerung gibt. Und diese Wertsteigerung ist dann eben 1,5%. Von daher ist es sehr wahrscheinlich, dass sich das auch in der GmbH eher lohnt. Es sei denn, diese 10.000 Dividende werden jetzt immer sofort konsumiert und nicht reinvestiert. Ich glaube, das ist auch nochmal der Punkt, ne? Also, wofür nutzt du, hast du vorhin gesagt, wofür nutze ich diese GmbH und wie ist mein Zeithorizont, ne? Und bei mir, also meine Gedanken persönlich gehen ja jetzt dahin zu sagen, diese GmbH will ich nutzen, um mir ich sag mal, um meine Rente zu erschaffen, ja? Also nicht jetzt, sondern irgendwann in 30, 35 Jahren. Oder in 15, ja. Also generell würde ich sagen, mit einer GmbH und Vermögensanlage sollte man immer, wenn es jetzt keine Riesenvermögen sind, also ich würde sagen, wenn es unter einer halben Million ist, die man anlegen will, sollte man schon 10 Jahre Zeithorizont haben. Wenn man über eine halbe Million ist, können auch kürzere Zeithorizonte trotzdem in der GmbH Sinn machen. Und du hast jetzt oft schon dein neues Baby hier angekündigt. Also, man spürt immer deine Leidenschaft. Da Ja, ich steckt bin auch so scheinbar begeistert. Wir haben viel da so Arbeit viele, drin. wir haben da so viel Zeit reingesteckt, ja. Ja. Und weil es halt auch einfach so kompliziert ist, ich kann nur. Und genau, und das glaube ich, kann ja all diese Fragen erstmal beantworten. Also, so wie ich den Rechner verstanden habe, bietet ihr dann die Möglichkeit auf eurer Seite, dass ich mal eingebe, okay. Das ist meine finanzielle Situation. Nebenbei habe ich einen Ferrari mit 2.000 € Leasing, ja, im Privatvermögen. Nein, habe ich nicht. Aber da kann ich also alle diese Kosten mal runtertippen und dann spuckt er mir den Vergleich aus Privatvermögen versus GmbH, so stelle ich es mir vor. Kann es ja mal zeigen. Ah, ja, Also, sieht man, glaube ich, schlecht. ja, aber am Ende kommt tatsächlich so eine Vergleichskurve raus. Also so eine Ja. Kurve, wo du siehst, Ah. Privatvermögen gegenüber Firmenvermögen und wo du dann landest. Ja, und das ist ab nächste Woche live. Das Cool. werden wir nochmal ankündigen. Aber Ja. dann siehst du es halt tatsächlich für deine verschiedenen Sachen richtig verglichen mit den ganzen verschiedenen Steuern von Einkommensteuersatz, Sparer, Pauschbetrag, Kirchensteuer, was es nicht alles gibt. Werden wir noch ein paar Posts zu machen. Cool. Warte mal, ich schaue mal rein, ob ich noch was finde. Genau, wann lohnt sich eine GmbH? Hatten wir auch gehabt. Ah, ich lese gerade noch eine Frage von Raffaela. Ja, gerne. Felix sagt, ab ca. 50.000 Mieteinnahmen pro Jahr, es lohnt sie sich. Nee, das darf man so nicht sagen. Die kann sich viel früher lohnen. Man macht ja manchmal auch irgendwie so ein Handelsding, wo man schnell wieder rausverkauft. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, wenn man langfristig hält und man hat weniger als 50.000 € und hat einen hohen Kredit drauf, also irgendwie so 80% Kredit finanziert, ist nicht genug Liquidität da, um die Running Costs zu zahlen. Da muss man immer noch nachschießen. Es kann sich steuerlich immer noch lohnen, aber das macht dann nicht so richtig Spaß, wenn man sich sein monatliches Cashflow-Statement anguckt. Okay. Ich habe hier noch was. Im Internet liest man, dass man teilweise Grunderwerbsteuer spart, wenn man die Kapitalanlage durch GmbH KKG erwirbt. Stimmt Bestimmt. das? Ja, also die GmbH, das Problem, also man kann, wenn man eine Immobilie bereits besitzt und man möchte sie an die GmbH übertragen,
hat man das Problem, dass die GmbH immer noch mal Grunderwerbsteuer auslöst. Wenn man das in eine GmbH und QKG macht, kann man von privat an die KG Grunderwerbsteuer frei übertragen, aber es bringt nichts, weil du dann immer noch im Einkommensteuersatz bist. Das heißt, du hast halt keinen Steuervorteil in der laufenden Besteuerung. Du kommst halt nicht auf die 15%, ja. Am besten ist so eine Struktur, wie so oft immer schon mit dem Kauf aufzusetzen. Und alle Restrukturierungen sind in der Regel immer steuerschädlich. Ja, das, also bei ganz, ganz vielen Konstruktionen. Das ist immer gut, sich von Anfang an die Konstruktion zu überlegen. Man kann dann noch irgendwann die KG wieder wandeln, aber dann ist man im, aber das ist alles super kompliziert. Da würde ich jetzt, also generell wird das sehr, sehr schwierig. Die Felix, ich würde sagen, die Erfahrung war auch so der letzten Livestreams. Man kann sehr viel in jetzt noch eine Stunde in Holding reinpacken. Wir können noch mal genauer über Aktien sprechen, was sicherlich auch super viele interessiert, weil hier, glaube ich, verdammt viele Menschen auch dabei sind, die viel in Aktien investieren. Mich persönlich interessiert noch mal, was du halt so ein bisschen angerissen hast, also diese Holdingstruktur, wie man das alles sinnvoll einrichtet und wann das überhaupt sinnvoll ist. Mein Vorschlag ist, lass uns dazu noch mal eine Stunde machen, weil gerade diese Steuerthemen, ja, die gehen schon ganz schön auf den Kopf, wenn man nicht so drauf Ja. ist wie du, ja. Nee, aber ach, ich biete das ja rauf und runter und ich habe den Köber auch schon viermal gelesen. Und so, was wir auch gern machen können, wenn jetzt die Leute noch Lust haben, einfach Fragen zu stellen, können wir die auch mal sammeln und dann überlegen, was wir noch alles so beantworten oder welches Format. Also wir können sicherlich noch zu vielen Themen noch viele Stunden reden, ja. Ja. Na, ich glaube, es war aber so, also mir hat es nochmal einige Fragen eben beantwortet. Ich hatte dir ja auch im Vorfeld schon dir gesagt, was mir da so vorschwebt. Und ich glaube, so als erste Session ist das jetzt mal so ganz gut. Und Ja, ich es war werde auf mehr so ein jeden Anteasern, ne? So der Parforce-Ritt durch alle Themen. Ja, aber ich glaube, das reicht auch erstmal. Ich weiß nicht, irgendwann wird es immer zu viel vom Kopf her. Ja, absolut. Und da können wir noch mal ein bisschen tiefer beim nächsten Mal in unterschiedliche Themen gehen. Am besten, ihr schreibt uns auch noch mal, was euch heute gefehlt hat, wo ihr tiefer gehen wollt, wo eure größten Fragen sind. Bei mir wird es ja wahrscheinlich jetzt in 2021 dann soweit sein, dass ich meine GmbH gründe, werde da auch mal meine Erfahrungen schildern, weil es klingt ja immer so groß, aber schlussendlich ist es, ich glaube, das habe ich auch in irgendeinem Buch gelesen, ist es ein weiterer Aktenordner in deinem Schrank. Ja, genau. Und was man auch wirklich wissen sollte, jeder kann eine GmbH gründen. Also viele denken, das wäre so was Tolles und Kompliziertes. Aber jeder kann beim kann zum Notar gehen und kann auf einmal eine Geschäftsführer sein und eine Firma haben, ja. Das ist jetzt, viele haben da keine Berührung mit so tagtäglich, aber es ist etwas, das steht jedem Deutschen frei, jederzeit zu machen. Ja, aber das habe ich auch aus vielen Fragen im Vorfeld gelesen, ne? Also, die da immer so ein bisschen aus dem Glaubenssatz heraus resultierten, den ich da rausgehört habe, ich bin zu klein. Ich bin doch erst da und da. Ne? Also, das ist ein Thema für so einen ganz elitären Kreis, ja. Aber das kann für jedermann interessant sein und sich da mal die Gedanken zu machen, finde ich. Ja, also wir denken eben auch, dass die GmbH wahrscheinlich das beste Rententool ist vor Riester und allem Bausparvertrag und sonst was. Das ist einfach der größte Hebel, den man hat, wenn man über gewisses Vermögen nachdenkt, ja. Ja, und da ist doch der Haupt, vielleicht nur das zu betonen, also das fand ich in Steuern so interessant, eben das, was er dort macht, eben diese Differenz, die ich jetzt nicht an Steuern zu bezahle, die eben in den Kapitalaufbau zu stecken. Und da im Grunde dieser Zinseszins, der ist so beeindruckend in seinem Beispiel, finde ich, was er da über 20, 30 Jahre dann aufbaut im Vergleich zu der Besteuerung als Angestellter. Wir haben ja ein Mantra bei Riot. Wir sagen immer, wir gucken uns nur Renditen nach Steuern, nach Kosten an. Und immer, wenn ich einfach so eine Bruttorendite sehe, hake ich das im Kopf immer direkt als Bullshit ab. Weil was interessiert die mich? Ja, also wenn mein Aktiendepot von 100 auf 200 gewachsen ist,
Ist es nicht, ja. Es ist von 100 auf 75.000 gewachsen, weil ich ja eben noch die latenten Steuern abziehen muss. Aber natürlich rechnet dir kein Depotanbieter so. Aber ich habe hier prügel alle Mitarbeiter darauf ein, dass nur Renditen nach Steuern und nach Kosten zählen. Ah, ja, auch nochmal cooler Deswegen geben Punkt, wir ja. auch immer unsere Renditen so niedrig an im Vergleich zu anderen. Aber das ist halt das, was du hast, wovon du am Ende leben kannst, ja. Ja, hier kommt nochmal eine Frage an dich, Felix. Felix, kennst du die Vorteile der PDUK? Ich weiß gar nicht, was eine PDUK ist oder PDUK. Kann mir das mal einer ausschreiben? Okay. Ja, der Livestream mit Johannes, also Zacharias Tastas, ist am Mittwoch um, ich glaube, 19:30 Uhr. Und da kommen mal die 10 wichtigsten Steuertipps von ihm. Ich bin mal gespannt, Ich was er auch. Ich bin uns da gespannt, ob bringt. ich dann auch mal lerne, was die PDUK ist, ja. Vielleicht bringt er das mit oder schreibt es noch mal kurz. Ach, da kommt was, guck mal. So. Pauschal dotierte Unterstützungskasse. Ah. Okay, also es gibt ja auch noch diese Versicherungen auf Gegenseitigkeit und so weiter. Bin ich jetzt nicht so tief im Thema drin, hab das aber schon mal so angeschnitten gehört. Ja, ich glaube, Johannes hatte da mir irgendwas mal am Telefonat erzählt. Aber Johannes, bring das Thema doch mal mit am Mittwoch. Dann kann der Felix darüber noch was lernen. Ja, nee, cool, Felix. Hat mich erstmal gefreut. Ich glaube, das Mich waren alle auch. Punkte, die wir so machen wollten. Oder hast du noch einen Punkt? Willst du noch mal kurz hier einen gewissen werblichen Teil und dein Right Capital pitchen? Nee, alles gut. Also wenn auch Ja. jemand Fragen hat, kann er gerne auf unsere Seite gehen, right.capital. Da gibt es auch einen Live-Chat oder eine E-Mail schreiben. Wir helfen gern. Aber ansonsten, Maurice, lass uns einfach gucken, dass wir es nochmal machen. Vielleicht dann mit ein bisschen mehr Fokus. Und vielleicht male ich dann vorher auch nochmal einen Zettel, den ich in die Kamera halten kann. Ja. Zumindest bei den ganzen Zahlen macht das wahrscheinlich durchaus Sinn. Ja, oder da du ja Berliner bist und wir uns auch noch nicht persönlich gesehen haben, wir können ja tatsächlich auch mal überlegen, ob wir nicht so eine Art YouTube-Video zu dem Ding drehen und Gerne. uns mal so ein Flipchart nehmen und ein paar Dinge durchrechnen, weil über dieses kleine Fenster hier, ne, da irgendwas immer reinhalten, ich weiß nicht, also wie gut das ist hier. Ja, absolut. Also lass uns das gerne machen. Wir haben ja hier auch in Friedrichshain ein kleines Filmstudio. Cool. Und das Whiteboard ist bei uns ein iPad, das kann man auch direkt streamen. Also alles ganz gut. Lass Cool. das gerne machen. Ich fände es jetzt einfach cool, wenn die Leute nochmal schreiben, was sie wirklich interessiert, dass wir es dann auch fokussiert machen können. Ja. Aber freue ich mich dann drauf. Cool, Felix. Dann besten Dank. Ja, hat mir mega gefallen und hau rein. Bis dahin, danke. Dann ciao. Ciao.